Hallöchen Leute, willkommen erneut zurück zu Kingdom Hearts 2 Final Mix in der Welt, die niemals war. Und direkt hinter mir seht ihr das gigantische Schloss der Organisation 13. Sieht das nicht episch aus? Und was auch sehr episch war, war der letzte Part an sich, denn wir haben tatsächlich gegen Roxas gekämpft. Ja, gegen Roxas. Der Kampf war richtig heftig, aber wir haben gewonnen. Und Sora trägt wieder mal ein neues Schlüsselschwert, wie man sehen kann. Das sieht doch richtig cool aus und das hat den Namen... Zweisamkeit. Große Angriffskraft und hohe Magiekraft scheint außerdem einen besonderen Effekt zu verfügen, der sich Licht und Dunkelheit nennt. Es ist nämlich so, seit diesem Kampf hat Sora noch eine weitere Drive-Form dazu bekommen, allerdings hat uns das Spiel das gar nicht gesagt. Und diese Drive-Form kann man leider nicht direkt aktivieren, sondern die erhält man per Zufall, wenn man in eine der anderen Drive-Formen wechselt. Ich glaube nur die Limit-Form ist davon ausgenommen, weil die Final Mix exklusiv ist, aber die anderen halt. Das heißt quasi, würde ich jetzt sagen, ich wolle in die Heldenform, in die Weisenform oder in die Meisterform und hab dann eben ein bisschen Glück, dann kann durch Zufall auch entweder die Antiform natürlich wieder aktiviert werden oder eben auch diese ganz neue Drive-Form. Und dieses Schlüsselschwert sorgt dafür, dass nur diese beiden Formen aktiviert werden. Das heißt, andere Drive-Form kann ich gar nicht nehmen. Würde ich die auswählen, dann komme ich sofort entweder in die Antiform oder in diese neue Form. Und da hoffe ich natürlich sehr, dass ich euch diese neue Form dann jetzt schon sehr, sehr bald zeigen kann. Auf die bin ich selber schon sehr gespannt. Die sieht doch hammermega geil aus und das ist die stärkste Form von allen. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Kurze Info noch zu Donald. Der hat einen neuen Zauberstab, nennt sich Stab der Weisen. Gute Balance, sehr große Angriffskraft und immense Magiekraft. Habe ich für 2000 Taler hier beim Mogri-Shop gekauft, weil ich es mir leisten konnte. Habe mir gedacht, ey, Donald hat auch endlich mal einen stärkeren Zauberstab verdient. Und jetzt geht es auf ins Schloss der Organisation 13, um Kairi zu retten und Riku zu finden. Los! Das Schloss ist das Hauptquartier des Feindes. Es ist Müll, dass die Genüsse wohl niemanden. Das sind harte Gegner, aber sie alle haben ihre Schwächen, die müssen wir herausfinden. Natürlich, das werden wir auch. Wirklich eine seltsame Welt. Selbst der Mond sieht aus wie ein Herz. Kommt jetzt, wo der Weg zum Schloss frei ist, lasst uns Kairi retten. Ihr könnt sicher sein, dass in dem Schloss die Organisation 13 auf euch warten wird. Ich muss euch ja nicht sagen, wie mächtig sie ist. Bleibt immer schön wachsam. Ach, keine Sorge, das werden wir sein. Also, jetzt geht's aber wirklich los. Kairi, where are you? Shh, remember where we are. This is their stronghold. Wait, Your Majesty! Be careful. I think we got company. Namine. There you are. Namine? Kairi, I'm afraid leaving is not an option. I'll take you to see Sora. You don't want that? I do. More than anything. But not with you around. If I had a heart, this would be where I'd die of laughter. You. Didn't Roxas take care of you? You can take it from here, Riku. Riku? Riku, you're really here? Er ruft es nichts. Was war das denn gerade für eine Katze? Hat das gesehen? Da waren Kairi und Namine und Pluto und Sykes und Ansem? Aber das geht doch gar nicht, den haben wir doch besiegt. Also jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Naja, das wird sich schon noch aufklären, denke ich mal. Lasst uns mal weitergehen.
Oh, na toll. Da sind doch schon erst niemand. Oh, neue Art von niemand. Die sind, glaube ich, so ziemlich die nervigsten. Wow. Na, warte. So, was haben wir hier drin? Ah, ein Orikalkum. Wieder ein normales. So. Ganz schön heftig, diese Typen. Wie der Zauberstab jetzt aussieht, da ist ein Buch vorne drauf. Also, Jiminy's Tagebuch. Geschichte. Wir sind dabei, Schloss zu suchen, bla bla bla. Ja, okay, gut, das ist jetzt hier. Egal, so Beziehungen. Riku. Das Erscheinungsbild, das Soras bester Freund Riku gewählt hat. Obwohl Xehanort versuchte, Riku zu vereinnahmen, erwies sich dessen Herz letztlich als stärker. Doch um vollkommen mit der Dunkelheit umgehen zu können, musste er selbst zur Dunkelheit werden. Riku nennt sich fortan Ansem, was wohl ein Ausdruck seiner großen Entschlossenheit ist. Er wurde zu einem Bewohner der Dunkelheit und wird alles für das Erwachen seines Freundes Sora tun. Ja Leute, so heftig das ist auch klingt, das ist tatsächlich Riku, der sieht es aus wie Ansem. Ganz schön heftig, dass der sich so einen Körper ausgesucht hat, aber es ging leider nicht anders. So und, jetzt haben wir endlich alle Niemande getroffen. Die letzte Art war nämlich der Beschwörer. Ein Beschwörer ist ein Niemand von hohem Rang. Er ist immun gegen Magie und greift mit unzerstörbaren Kuben an. Also, diese komischen Würfeln, was wir da gesehen haben. Er wird ja rumbearbeitet. Achte auf die Kuben, während du den Beschwörer angreifst. Sie verschwinden, sobald du ihren Meister niedergestreckt hast. Ja, die können ganz schön nervig sein. Also, das war jetzt die letzte Art von Niemand, die wir getroffen haben. Jetzt haben wir sie alle getroffen, deswegen ist da jetzt auch dieses Mickey Mouse-Symbol. Okidoki. So, ist hier sonst noch was? Nö. Na, dann gehen wir mal weiter. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter. So, und jetzt Achtung. Drive! Give me strength. So, seht ihr das gerade? Ich bin in der Überform, Leute. In der Überform. Sieht die nicht geil aus? So, Abilities. Da wird es jetzt endlich auch gelistet. Die Überform. Die ist nochmal richtig extrem geil. Was haben wir denn hier so alles? Finaler Schlag. Sora führt das Schlüsselschwert mit großem Geschick und löst einen mächtigen Combo-Abschlussangriff von einem einzelnen Gegner aus. Dann haben wir noch finaler Wirbel, finaler Gnadenstoß, Autoattacke, Schuld und Sühne, mobile Aktion und dann hier eben die stärkere Ability dieser Form ist nämlich Gleiter. Drücke die Quadrattaste während du in der Luft bist, um langsam auf den Wind zu gleiten. Um länger zu gleiten, halte die Taste gedrückt. Dann haben wir auch wieder synchrone Klingen, Analyse, bla 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 und das alles, was wir sonst so haben. Und auch noch MP hast. Erhöht Geschwindigkeit des MP nach Körperpalettenverbrauch auf 25%. Also das ist die allergeilste Form ever. Die Überform. Das ist die mächtigste Drive-Form von allen. Ihr seht ja, wie Sora jetzt aussieht. Er schwebt, trägt eine silberweiße Kleidung und die beiden Schlüsselschwerter, die er führt, die schweben auch um ihn herum. Hier haben wir jetzt auch noch Überform, ne? Status der Überform, eine Form, die die wahre Kraft des Schlüsselschwertes freisetzt, aber verbraucht 5 Drive-Leisten. Das ist heftig. Und die levelt man eben, indem man niemanden besiegt. Und nur niemanden allein. Also nicht Herzlose, keine anderen Gegner, nur niemanden lassen diese Form leveln. Und jetzt müsste mein maximaler Formlevel ja bei jeder Form 7 sein. Also jetzt steht auch wieder bei der Heldenform, ne? Nächstes Level. Bei der Weißen Form sowieso, Limitform auch und die Meisterform. Also kann man jetzt alle auf Formlevel 7 maximal bringen. Überform natürlich logischerweise auch. Aber die sieht einfach nur hammergeil aus. Und ich bin auch ziemlich schnell. Und jetzt will ich nochmal schauen, dass ich nochmal auf die Weltenkarte zurückkomme, um die Drive-Leiste nochmal zu fühlen. Aber die Form sieht einfach nur geil aus. Die sieht einfach nur hammergeil aus. So, Achtung, ich muss ja hier noch ganz kurz die Schlüsselschwerter für die... Genau, für die Überform Königsanhänger. Wie dumm ist das denn bitte? Nee, da nehmen wir... Was nehmen wir denn da am besten? Sterntreue könnte ich ja auch nehmen.
Also das heißt, da geben wir dann einfach mal was anderes rein. Wunderklinge oder irgendwie so und für die Überform halt Sternentreue. Das sieht richtig geil aus und ansonsten halt noch Zweisamkeit dazu. Ja, sieht doch gleich viel besser aus, wie die einfach mal an seinem Rücken schweben. Das ist so Hammer. Die Überform ist einfach nur megamäßig übergeil. So, und jetzt noch ganz kurz zurück auf die Weltenkarte. Und dann gleich wieder zurück in die Welt. Okay, da bin ich jetzt wieder. Wieder beim Akku der Hoffnungslosigkeit. Drive-Last ist wieder voll. Und habe ich denn nicht eigentlich jetzt unter den eigentlichen Abilities den Gleiter... Ne, ich glaube, den kriege ich eher so, oder für Sora selber. Wenn er nicht in einer Drive-Form ist, dann hat er den Gleiter... Ne, dann hat er den leider noch nicht. Den bekomme ich, glaube ich, dann erst so, wenn ich die Form halt auch gelevelt habe. Die Überform. Das ist einfach nur saugeil. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und die bekommt man halt eben erst, wenn man beim... Wolkenkratzer in Erinnerung gewesen ist und wirklich nur zufällig durch das Wechseln in eine andere Form, und das wird halt durch dieses Schlüsselschwert erleichtert, was Sora jetzt gerade trägt, die Zweisamkeit, weil da kommt man entweder in die Anti- oder in die Überform und alle anderen sind deaktiviert. Also das ist dann quasi so eine 50-50 Chance. Wie gesagt, um diese Form zu leveln, muss ich eben niemanden besiegen. Also euch! Aber im Moment will ich jetzt nicht nochmal in die Form wechseln, sonst muss ich ja ständig hin und her laufen, ist ja auch blöd. Das werde ich offscreen machen, diese Überform zu leveln. Im Moment möchte ich jetzt einfach nur mal weiterkommen. So, was haben wir hier noch drin? Aha, noch ein Mithril-Stein. So, und schnell weiter. Aufstieg und Fall. Boah, das sieht ja auch geil aus. Da vorne haben wir einfach mal so ein Teil. Oh, was denn jetzt? Ach, das ist ein Fahrstuhl und oh mein Gott, noch mehr von denen. So, Abenddämmerung-Teile halten. Diese Mistviecher! Erwartet! Überform brauche ich doch gar nicht, um euch zu besiegen. Geistesblitz! Boom! So, 800 Erfahrungspunkte für jeden. Auch nicht schlecht. So, komm her, du blöder Dragoner, du. Wow. Aber die sind irgendwie am geilsten. Also, die sind irgendwie meine liebsten Niemande. Weil die haben ein cooles Design. So. Sind wir schon da? Ich glaube, wir sind schon da, oder? Hier können wir jetzt nicht... Nee, aber das sieht richtig geil aus. Ne, wir sind ja eh schon oben. Dann geht's hier gleich wieder raus. Auf derselben Seite. Stufen der Hoffnung. Und hier ist nochmal eine große Truhe. Was könnte das sein? Ah, kosmischer Gurt. Erhöht die Abwehrkraft exzessiv. Geil. Einfach mal so. Einfach mal so bekommen. Wo ist es? Hier, kosmischer Gurt. Fragt sich nur, wie viel. Mal schauen. Krisius-Kette, kleine Schleife, kosmische Kette. Aha, erhöht die Abwehrkraft von 3 auf 6, aber keine Elementarresistenzen. Egal, bekommt Sura. Kann ja nicht schaden. So, ansonsten, ja gut, Puzzle-Modus, ist klar, Puzzle-Motive, Abenddämmerung. Es werden echt immer mehr Teile. Wer ist denn da? Wer soll das denn jetzt wieder sein? Hm, keine Ahnung. Vielleicht Kairi. Donnerwetter, ich fühle die Dunkelheit um uns herum. Doch wir sind noch auf keine Mitglieder der Organisation 13 gestoßen. Aber ihr wisst ja, die tauchen immer aus dem Nichts auf. Wir wappnen uns also besser. Genau. Oh, da ist ja noch ein Teil. Ja, wow, das sah von draußen schon riesig aus, aber hier drin wirkt es noch viel größer. Wenn das unser letzter Kampf ist, dann wollen wir den mal einheizen. Jo, genau. Da komme ich immer noch nicht ran. Mann, oh, weil ich da noch nicht so hoch kann, ich auch immer nicht springen. Dazu müsste ich halt eben die Heldenform aufs höchste Level leveln, dann müsste sich, glaube ich, auch nochmal der Sportsfreund-Level erhöhen und dann müsste ich hoch genug springen können, um auch das Teil erreichen zu können, inklusive dem Luftsprung dann. Im Moment reicht es ja leider immer noch nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass gleich der nächste von der Organisation 13 auf uns warten könnte. Ich meine, warum gibt es hier einen Speicherpunkt und einen Mogri-Laden, aber jetzt wieder den Part zu beenden, ist doch auch doof, der hat doch erst angefangen, ne? Stimmt's, Mogri, Kumpel? 30 Potions, 25 Heil-Potions, 20 Ether, das soll mal alles reichen.
zur Sicherheit. Du und Goofy, habt ihr schon wieder nichts? Das ist blöd. So, Goofy, du bekommst genauso ein paar Potions. Und High Potions. Die Ether behalte ich mir lieber selber. Ja, die behalte ich mir auf jeden Fall selber. So, na dann würde ich sagen, wir gehen da einfach mal rein, ne? Halle der leeren Melodien. Sieht aber geil aus. Sieht richtig geil aus. Sora, you've done well. Where's Kyrie? Who knows? I expect she's catching up with her friend from the darkness. What do you mean? She doesn't need you anymore. I'm supposed to believe that? Well, you don't have to. But you can believe this. Organization 13 has no further use for you. Just look there. Our Kingdom Hearts. Thanks to you, we've collected countless hearts. Can you hear their euphoria? Now all they need is one more helping from the Keyblade Bearer. We got a friend! But Kingdom Hearts! Sora! Sora, it's really you! Kyrie! Huh? You leave Sora alone! Sora! Take it. This time, I'll fight. You know Sora's completely hopeless without us. Come on, Riku! Well, well. Will the intrusions never end? This castle is perfect. Perhaps we should acquire it. Well, the setup is kind of nice, I guess. But what about all the Heartless? Oh, this in-between world, it's way too close to the darkness. They ain't gonna listen to us here. Once again, you underestimate me. It's been too long, my friend. Ansem the Wise, why didn't you come to me before things got so bad? Xemnas, the Organization Superior, is the nobody of Xehanort, my foremost apprentice. The burden was mine to bear. Is that all? I won't deny there was more. I was a
obsessed with thoughts of revenge. My apprentices stole everything precious to me. My research and my pride. I can't help you with revenge. I know. Riku's told me 1,000 times. Where is he? He must be with his friends by now. Riku was a great help to me. I found him wandering the darkness after you and he lost track of each other. Gosh, we didn't lose each other exactly. Riku left, well, because Xehanort's Heartless was still inside his heart, troubling him. And he sure must have been suffering. But what I don't understand is why he looks like that now, when he's still Riku at heart. I am to blame. When I met Riku the first time, he still had the appearance of a boy. Probably because he had such a strong heart. I asked him to find a young man named Roxas from Organization 13 and bring him to me. When I told him it would help Sora awaken from his slumber, Riku left without a word. He fought Roxas, and I can only surmise Riku lost that fight. Riku must have realized then, to fight in the realm of darkness, he would have to immerse himself in that same darkness. And when he did, you saw what became of him. When Riku brought Roxas back to me, he was introducing himself as Handsome. If that was what it took to awaken his friend, he was ready to live in darkness. Riku was the victim of my revenge. Oh, how my heart ached. I could only laugh to hide my shame. I guess it must have been after that when I saw Riku again. He said he wanted to help Sora, but he made me promise. Promise that Sora wouldn't ever find out about what happened to him while he was out in the darkness. My friend, the time has come. I must make amends to these young people. Get off! What's going on? Have you been a good boy? Show yourself! Oh, it sounds like you haven't. Sora! Roxas! Roxas? Hey, did he just call me Roxas? You've really put Organization 13 in a pickle. I guess that must be why the Keyblade chose you. But man, did it pick a dud this time. You don't look like you're half the hero the others were. Are you done rambling? Rambling? As if. All I'm trying to tell you, traitor, is that your time is up. Here he comes! You really shouldn't have betrayed us. Gotcha now! Clever little sneak. This is it. So what do you think? Yeah.
over! Why did you call me Roxas? Wouldn't you like to know? Hey! Hold on! Sure, it's time! Uh-oh! They need our help! Sora and Rico are together. We have no part to play here. Gee, I wonder if Riku will ever change back. Riku chose that form so he could use the power of darkness. It won't be easy. Kairi, we're on our way. Erhalten geheime Anzenbericht 3.